Position wechseln. Also, Frau Berger, die viele auch als Conny Hass kennen, ist Leiterin des Bereichs Publizistik und Medien und Bundesgeschäftsführerin der DJU in Verdi. Was nehmen Sie mit? Ich nehme mit, dass zum Thema Haltung schon viel gesagt wurde. Von mir jetzt noch nichts. Ich möchte das jetzt auch hier niemandem aufdrängen. Ich kann nur empfehlen, sich mal den Georg Restle bei der Unteilbar-Demonstration hier in Berlin anzuschauen. Der sagte, dass er scharf kritisiert wurde von seiner Redaktion, dass er sich zum Teil einer solchen Bewegung macht und dass er dort seine Stimme erhebt. Und er hat, wie ich finde, sehr schlüssig dargelegt, warum er als Journalist und als Träger der Pressefreiheit, die ja eine ganz gewichtige Rolle in der Demokratie hat, sich als Teil einer solchen Bewegung durchaus begreift. Kann ich wärmstens empfehlen. Was ich noch mitnehme, ich bin der Auffassung, wir können der AfD als neuer demokratischer Kraft in diesem Land, die sie ja zweifelsohne mittlerweile ist, nur gemeinsam etwas entgegensetzen. Und zwar sowohl die Sender als auch die Verlage müssen gucken, was können wir tun, um die Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen, was können wir als Gewerkschaften tun, müssen wir uns auch immer fragen. Und was hier vielleicht noch nicht so die ganz große Rolle gespielt hat, es klang eben einmal kurz an, für mich ist da ganz wichtig, auch die juristische Auseinandersetzung zu suchen, weil die AfD nutzt geltende Gesetze ganz bewusst aus, um Berichterstattung, die ihr nicht passt, zu unterbinden. Und da wünsche ich mir von den Senderverantwortlichen, von den Verlagen viel mehr Kraft, dagegen vorzugehen, auch die Freien nicht im Regen stehen zu lassen, die mit einer Androhung einer einstweiligen Verfügung vielfach überfordert sind, sondern tatsächlich auch die Rechtsapparate in Bewegung zu setzen, um diesen Anfängen direkt etwas entgegenzusetzen und zu sagen, nein, wir lassen uns das Heft des Handelns beim Thema Pressefreiheit auch juristisch nicht aus der Hand nehmen. Sie sind ja auch für freie Journalisten und auch für freie Lokaljournalisten zuständig. Sie wollen sie stärken und gleichzeitig haben wir ja gelernt, wie sehr die Verlage im Grunde genommen Lokaljournalismus ausdünnen, unmöglich machen. Wie helfen Sie? Wie stärken Sie? Geht das überhaupt? Oder muss dann das Ganze sehr viel größer angegangen werden und die Verlage müssen zu demokratisch fundierter, guter Berichterstattung gezwungen werden? Ja, also das macht mir ein bisschen Bauchweh an Ihren Studienergebnissen, Herr Gebler. Die Frage, welche Rolle spielt eigentlich der Regionaljournalismus in dieser vierten Gewalt? Ja, wir haben auf der einen Seite sehr, sehr gute Investigativteams mittlerweile. Ich finde es auch ganz wichtig, dass es da übergreifende Zusammenarbeit zwischen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den privatwirtschaftlich organisierten Medien gibt. Ich finde, das ist bereichernd. Aber wir erleben auf der anderen Seite, dass wir immer weniger Vielfalt in der Fläche haben, was publizistische Angebote angeht. Wenn Sie sich mal angucken, im Verbreitungsraum der WAZ, da sind die Stellen von 900 auf die Hälfte geschrumpft worden und man kann sich vorstellen, was das für Auswirkungen auf eine gute Regionalberichterstattung hat. Und wenn wir von Pressefreiheit, publizistischer Verantwortung sprechen, die ja die Verlage auch immer für sich reklamieren, genauso wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk, dann muss da aus meiner Sicht mehr reingebuttert werden und müssen die Redaktionen, denn an denen liegt es nicht, wenn wir zu wenig Regionalberichterstattung haben, wenn zu wenig die Verflechtungen im Osten aufgedeckt werden. Es liegt einfach daran, dass die Leute nicht da sind oder die, die da sind, müssen nebenher noch Facebook machen oder rund um die Uhr irgendwelche Online-Kanäle bespielen. Die haben keine Zeit und Zeit und mehr Man- und Woman-Power ist das, was wir, glaube ich, in dieser Auseinandersetzung ganz, ganz dringend brauchen und zwar genau da, wo die Party stattfindet und das ist tatsächlich auf den Dörfern, in den Regionen. Und auf den Dörfern, in den Regionen ist es auch vielleicht, um auch fair zu sein, den Kollegen gegenüber, die wohnen da, die Kinder gehen möglicherweise in die gleiche Schule, ja, sie kommen nicht ohne weiteres in ein AfD-Parteitreffen herein, ohne sehr sichtbar zu sein. Wie stärken Sie, nochmal die Frage, wie stärken Sie, dass Sie dann trotzdem diese Hindernisse überwinden und Ihre Arbeit machen? Ja, das ist mein Petitum, was wir als Gewerkschaft natürlich tun, dadurch, dass wir ein starkes Rückgrat anbieten,
Aber auf der anderen Seite müssen das eben auch die Verlage tun und deutlich machen, dass sie es nicht tolerieren, wenn ein Lokalkollege aus Dortmund seine eigene Todesanzeige in seinem eigenen Medium liest, was da von Neonazis platziert worden ist. Gegen solche Dinge kann man juristisch vorgehen und wir tun es und ich würde auch erwarten, dass die Sender und Verlage das mit viel mehr Konsequenz und Einsatz tun. Bis dahin, dieser Hinweis sei mir erlaubt, ich möchte auch nicht, dass der NDR in seiner Mediathek nachträglich einen Polizeiruf retuschiert. Da geht es aus meiner Sicht nämlich schon los. Das ist ein vorauseilender Gehorsam gegenüber einer bestimmten gedanklichen Ausrichtung. Und wir haben es hier mit einer Fiktion zu tun. Und dass eine Fiktion nachträglich und dann auch noch so ein bisschen heimlich geändert wird, weil die AfD sich da aufgeplustert hat, das ist aus meiner Sicht nicht akzeptabel. Und da fängt es an und im Lokalen hört es auf, wenn es genau darum geht, die Kollegen zu schützen und deren Familien auch. Letzte Frage an Sie, die ich sehr wichtig finde. Sie haben auch AfD-Mitgliedern in den eigenen Reihen. Ja. Wie gehen Sie damit um? Wir halten nicht viel von Ausschließeritis. Das gibt unsere Satzung nicht her, das gibt auch der Artikel 9 im Grundgesetz nicht her. Wir müssen uns dem stellen. Und Sie fragten vorhin, wer hat jemanden in der Verwandtschaft, wer hat jemanden im Freundeskreis. Unsere Kolleginnen und Kollegen erleben, dass an der Werkbank diese Auseinandersetzung geführt wird und dass sie im Betrieb täglich mit Menschen zusammenarbeiten, die womöglich AfD wählen, das offen aussprechen oder auch nicht. In einer großen Sendeanstalt in Deutschland haben wir es neulich erlebt, dass AfD-Kollegen Flugblätter verteilt haben. Da waren zum Teil auch Vertrauensleute von uns dabei. Das sind ganz, ganz schwierige Situationen und wir machen gute Erfahrungen damit, dass wir Schulungen anbieten, wie lassen sich Auseinandersetzungen argumentativ und rhetorisch, aber auch emotional aushalten, ohne dass man anfängt, sich anzubrüllen, dem Gegenüber an die Gurgel zu gehen. Da spielt das Thema Bildung eine ganz wichtige Rolle, aber da spielt auch das Thema, wie bereite ich mich emotional auf solche Herangehensweisen vor und das sind Angebote, die wir machen können und wir suchen diesen Dialog, wir suchen die Auseinandersetzung. In dieser Rundfunkanstalt, von der ich gerade sprach, machen wir demnächst eine öffentliche Veranstaltung mit einem Extremismusforscher, der beleuchtet, wie solche Entwicklungen vonstatten gehen, wie wir sie derzeit erleben. Und dann wird gemeinsam darüber diskutiert. Ich finde es toll, dass Sie von Verdi heute hier sind. Das ist klasse. Wir kommen zum Ende. Meine Damen und Herren, ich mache jetzt kein Schlusswort, weil alle eigentlich so viel Kluges gesagt haben, dass ich das nicht noch toppen muss, sondern die AfD ist gekommen, um zu bleiben. Sie ist kein Blip. Wir werden uns weiterhin nicht nur bei Otto Brenner, sondern auch als Journalisten, als Wissenschaftler mit ihr zu befassen haben. Ratlosigkeit wird so allmählich überwunden, habe ich den Eindruck. Ich nehme mit mehr Kopf und ergänze mehr Rückgrat. Das darf ich jetzt, weil ich das letzte Wort habe. Tschüss und kommen Sie gleich dann auch zur Veranstaltung und zur Preisverleihung. Danke.